Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Rathaus, beim Clan Disabled. Heute mal auf dem Rathaus, neuen Account hier auf dem Donnerbengel. Und ja, ihr habt das im Thumbnail schon gesehen, Hexen sind die immer noch, die sind OP. Tut mir leid, also ich habe heute hier ein paar Hexenangriffe gesehen, die kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Und wir gehen einfach mal rein in den vergangenen Clankrieg und gucken uns mal 1, 2, 3 Taktiken an. Ja, und ihr seht richtig, ich habe mit dem RH9-Account hier einen RH10-Account angegriffen. Also ein RH10-Dorf zumindest mit Level 1 bzw. Level 2 und Level 1 Inferno. Hat 3 X-Bogen auf Level 3 und die Base hat sonst aber keine weitere 10er Def. Und gucken einfach mal rein. Ich habe mich hier für eine Heiler-Hexen-Kombi entschieden. Und starte also komplett hier in den Ecken. Hier gibt es dann 0 Beschuss erstmal für die Hexen. Und deswegen konnte ich die auch erstmal ein bisschen laufen lassen, so dass ich die Heiler richtig schön hinter die Hexen kriege. Manchmal sehe ich das bei einigen Angriffen, auch bei meinen Angriffen, dass wenn ich die Heiler ein bisschen zu früh rausnehme, dann fangen die an Hexen, dann fangen die an Skelette zu heilen. Und das möchte ich natürlich nicht so. Jetzt konnte ich dann in der Mitte schon mal mit meinem Golem reinkommen. Und der tankt jetzt zumindest schon mal die eine Kanone, beziehungsweise gleich auch mehrere Kanonen, was ich vergessen habe. Ihr seht das unten in der Leiste. Ärgerlich. Mauerbrecher. Deswegen habe ich hier schon mal einen Hut gezockt. Nicht, dass mir irgendeine Truppe jetzt nach außen läuft. Bowler mussten jetzt mit rein hier. Und dann geht das hier jetzt rein in die Base. Der Inferno zielt schon die ersten Male. Viele Bomben hier in der Mitte. Und ich habe aber auch noch 3 Hexen, glaube ich, in der Mitte gehabt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, nee, 4 Hexen in der Mitte gehabt. Ich hatte, glaube ich, 10 dabei. Und komme hier eigentlich ganz gut jetzt in den Chor rein. Der Multi-Inferno ist natürlich ein bisschen doof für Hexen, aber jetzt ist der schon mal weg und der andere, nee, waren ja beide, standen beide auf Multi. Das war jetzt, ja, eigentlich ist suboptimal. Die bessere Wahl ist dann vielleicht, um so eine Mitte hier zu entkernen, sind sicherlich dann Walküren, aber ja, man, ich wollte auch ein bisschen mehr an Sternen haben, also mindestens 2 waren mir hier wichtig auf die Base. Die ist auch relativ groß, aber ich spule das jetzt mal ein bisschen vor, denn bin dann am Ende mit der Zeit auch nicht mehr richtig hingekommen. Hab hier jetzt noch 3 Hexen, glaube ich, in Heilung und hab aber auch noch Flächenschaden hier mit den Minenwerfern und auch mit den Bombentürmen. Natürlich suboptimal. Der Minenwerfer hier tut nicht ganz so weh, solange wie die Hexen in Heilung sind. Aber diese Hexenangriffe hier auf Rathaus 9, ich mache sie ja sehr, 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 sehr selten. Denn ich bin mir da nie so richtig sicher, ob und wie mir die gelingen. Ich mache den mal ein bisschen schneller, dann seht ihr, dass das hier nichts wurde. Aber trotzdem 2 Sterne hier mit, na, wie viel Prozent wären? 85%. Da ist mir die Zeit ausgelaufen. Mit 85, das war, glaube ich, in Ordnung. Und dann gucken wir uns mal den nächsten an. Okay, jetzt denkt er wahrscheinlich, ihr Totrad an einer Waffel, ist ja die gleiche Base. Ja, ist die gleiche Base, aber auch hier wieder ein Rathaus 9 Account. Diesmal nicht mit Heilern, sondern Only Hexen und 2 Golems, ein paar Magier dabei, 4 Mauerbrecher, 5 Bogies. Und die Bogies fangen schon mal ein bisschen an, hier in den Ecken so ein bisschen was wegzumachen. Hier hinten den einen Bohrer, das dauert natürlich auch. Und macht dann noch woanders was. Ja, hier hinten schon mal das Lager, denn das hält doch ganz schön auf bei so einem Hexen-Walk. Und er entscheidet sich hier also für die Variante ohne die Heiler und spammt hier die Hexen jetzt auf einer geraden Flucht. Also so habe ich das auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Cool gemacht hier. Mauerbrecher gehen, denke ich mal, gut in die Base rein. Ah, nee, na doch, da sind sie drin jetzt mit Bolern hier rein. Also der Arnos hier ist ein Maxed Out Rathaus 9. Hat also 4, glaube ich, 4-5 Heldenlevel mehr jetzt als der Donnerbengel. Was die Helden angeht, Truppen und Base sind eh gleich vom Level her. Aber schön gemacht hier, die Hexen schön reingespammt und außen, ihr müsst das ein bisschen beobachten, gibt es echt nur oder fast nur punktualen Schaden für die Hexen. Das ist natürlich top, das ist super. Genau das brauchen die, denn dann geht alles schön immer auf die Skelette und eher weniger dann auf die Hexen. Und er kommt hier jetzt richtig schön durch die Base auch mittig rein. Ich meine, etwas schnittiger als ich noch und auch ein kleines bisschen weiter, denke ich mal, denn die Golems tanken sehr, sehr gut. Das ist auch das Ausschlaggebende gewesen hier, auch wenn sie jetzt nur noch klein sind. Das war jetzt an der Stelle nicht so schlimm. Aber hier unten glaube ich, ah nee, da unten ist keiner mehr. Nein, jetzt sind es auch keine,
Jetzt ist auch kein Golem mehr am Leben, aber ihr seht das hier rechts, links immer noch Hexen. Hier unten noch Hexen an den Lagern. Richtig krass gemachte Angriff hier fand ich jetzt von einem Rathaus Neuner auf dieses Zehner Dorf hier. Und schön gemacht hier, Arnos. Also das konnte ich euch nicht vorenthalten, denn ich zeige selten genug Only Hexenangriffe im Rathaus 9 Bereich. Und von daher glaube ich, ist das eine Top-Kombi. Wenn man es denn kann und man so eine nicht so optimale Base erwischt. Aber immerhin ist ein 10er, also 9 auf 10 mit 3 Sternen. Daumen nach oben, echt klasse gemacht. Ja, und ihr seht das, wir haben ja auch gewonnen, 43-29. Wir gucken uns aber den von Jan auch an. In der Wiederholung, denn das ist hier Maxed Out RH10 auf Maxed Out RH10. Und auch hier funktioniert das, wenn die Bases passen. Hätte ich nicht gedacht, habe ich im Moment mit meinen, wie gesagt, mit dem 9er und auch mit dem 10er, habe ich da ein bisschen Respekt vor. Ich muss mal gerade gucken, von wo er kam, genau. Habe ich da ein bisschen Respekt vor. Nicht, weil ich sage, oh, kann sicherer 2-Sterner werden, sondern man möchte ja doch schon die 3-Sterne haben. Und ich weiß nicht, ob hier schon ein Angriff auf die Base war, denn ja, okay, die Loons sind natürlich schwach jetzt, was den Gift angeht. Die können so gut wie gar nicht abwerfen, denn sie werden ja A verlangsamt in ihrer Fluggeschwindigkeit und auch verlangsamt im Abwerfen. Und dann ist das vielleicht nicht so eine gute Defense hier. Jetzt geht es ja richtig schön mittig durch die Base hier. Also echt krasser Angriff. Ich habe den eben noch live gesehen. Ich glaube, es war auch unser letzter, den wir hier gemacht haben in diesem Clankrieg. Und hat er, denke ich mal, super gemacht. Keine Frage. Und hat auch am Ende so ein bisschen Glück. Hat am Ende ein bisschen Glück. Deswegen sage ich ja immer, Leute, macht den Feuerfresser hoch. Der muss nach oben. Und muss auch mal gerade schauen. Ich muss mal gerade ein bisschen näher rein. Ah ja, hier unten. Ja, hier unten sind noch zwei kleine Mini-Golems. Die Bowler sterben natürlich jetzt hier hier hinten in der Ecke. Wir lassen die hier ruhig mal rumrennen. Und jetzt guckt aber auch mal auf die beiden kleinen Golems. Die fangen nämlich jetzt an zu tanken hier. Und das machen die richtig gut. Na, die halten nochmal so ein bisschen was aus. Also es ist nochmal gerade so ein bisschen zum Ablenken da gewesen. Das war optimal an der Stelle. Jetzt hat er ein bisschen Zeitnot gehabt hier am Ende. Und wollte auch noch viele Truppen jetzt in der Base haben. Das heißt also mit den Bogenschützen dann hier, die ja auch auf 7 dann hier rausspawnen. Und den drei Hexen, die hier richtig schön tanken. Also die Skellies hier, und die kriegen die auch schnell genug nach. Und der X-Bogen muss in jedem Fall weg, weil der ja war unerreichbar für die Queen hier. Also super gemacht. Und die Skellies tanken jetzt auch noch die kleine Kanone hier. Also wunderbar. Und die Queen kann sich von hinten alles schön schnappen. Also ohne Gefahr kommt die hier durch. Und schöner Angriff hier von Jan auf die Nummer 3. Auch mit Hexen. Hexen ist ja das heutige Motto. Das heißt nicht, dass ihr jetzt alle runtergeht in die Küche und guckt euch eure Hexe an. Ist natürlich ein Scherz. Und eigentlich kommt ja an dieser Stelle immer eine Dorfbesuchsfolge, also auf einem Donnerstag, aber ich komme da im Moment nicht zu, mich mal ein bisschen zu konzentrieren, mich mal länger hinzusetzen und mir ein bisschen was anzuschauen. Deswegen war es mir lieber, bevor wieder eine Wartungspause kommt, dass ihr diese Angriffe seht. Und last but not least mache ich jetzt mit dem anderen Neuner einen Live-CK-Angriff, natürlich auch mit Hexen. Ist immer so ein Déjà-vu, wenn ich von RH9 auf RH9 wechsle. Base ist komplett gleich, Helden fast komplett gleich. Alex hat hier seinen King schon auf 26 und wir gehen in den aktuellen CK rein. Ich soll laut, jetzt muss ich auch mal genau nachgucken, gibt ihr immer Inbox-Mail, Alex 8. Alex 8, okay, dann mache ich die ja jetzt auch mal. Ich habe für die Base geplant. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig was wird, kann ich euch noch nicht sagen. Sehe ich sicherlich jetzt erst, denn ich will über diese Seite, ich will der Clanburg ganz gerne entgegenkommen. Wer mich eigentlich am meisten stört, ist der Bombenturm hier. Muss ich mal gucken, wie ich den wegkriege, und will aber hier mit vor allen Dingen mit Hexerheiler arbeiten. Aus den Ecken auch wieder heraus. Und ich würde sagen, ihr seht das hier. Ich gehe mit dieser Armee rein, also habe 9 Hexen, 3 pro Seite, 3 in der Mitte. Habe Bola in der Clanburg. Hoffentlich verrecken mir meine Mauerbrecher nicht. Das ist immer meine größte Sorge, aber wir sagen hier jetzt mal Tech und fangen jetzt mal ganz behende an. Hier hinten mit einem, nein, wir fangen nicht mit einem Lakaien an, sondern wir fangen schon hier hinten mit unseren Hexen an. 1, 2, 3. So, jetzt sollen die auch erstmal ein bisschen gehen. Und dann setze ich hier jetzt die beiden Heiler und
gehe hier hinten genauso vor und setze hier hinten jetzt schon die beiden Heiler. So soll das hier jetzt eigentlich reingehen. Und jetzt muss ich mal schauen, wo die hinlaufen. Ja, die laufen eigentlich, laufen sie ganz gut. Und auch der läuft genau wie das erwartet war von mir. So. Ola. Den hier. Wo sind meine Mauerheinis? Da sind meine Mauerheinis. Oh, die laufen suboptimal. Eieieiei. Und vor allen Dingen der Drachen ist noch viel, viel mehr suboptimal an der Stelle. Der muss nämlich weg. Der muss nämlich weg hier. Und jetzt muss das hier richtig geballt rein. In die Base hier. Oh, wer stürmt denn hier eigentlich so vor? Ich muss hier in der Mitte einmal durchheilen. Auf der anderen Seite sind mir nämlich jetzt die ganzen Hexen hier unten gestorben. Und das meinte ich jetzt mit dem suboptimalen Angriff hier. Ah, Mist. Nochmal hier so ein bisschen mehr Wut reingezwiebelt. Aber ich glaube, ich kriege hier nicht wirklich viel geschafft. Oh nee, das ist ein bisschen zu hart. Das ist zu hart hier. Also das ist nicht die passende Armee. Habe ich ja gesagt, das passt leider nicht immer. Und naja, jetzt haben wir einen Stern. Jetzt muss ich aber die Queen zünden. Jetzt kommen hier so ein paar Teslas. Die tun mir doch dann ein bisschen zu sehr weh. Und der Angriff hier ist mir nicht gelungen. 2 Sterne, 55%. Das ist nicht gut hier. Das kann ich besser. Aber sicherlich war es doof, dass sich am Anfang gleich die CB geteilt hat und da waren es einfach zu wenig Hexen für den Drachen. Das war eigentlich das Blöde an dem Angriff. Denn die haben die CB schon ausgelöst und dadurch wurde es dann natürlich schwer, sich da zu verteidigen. Und ihr seht, es ist viel zu viel Dev da, also der war nicht gut. Naja, kann nicht immer alles klappen. Ich gelobe Besserung. Und wir lassen ihn trotzdem auslaufen hier. Aber so habe ich es eigentlich so ein bisschen erwartet, dass zumindest die hier auf der Seite sind ja eigentlich ganz, ganz gut gelaufen. Wenn auch jetzt alle Heiler weg sind, das ist natürlich doof, dass in der Mitte jetzt vor allen Dingen die Luftabwehr, also die 4 sollten natürlich draufgehen, damit die meine Heiler, falls sie dann so ein bisschen nach ihnen fliegen, nicht schaffen. Aber so, ja, wird das leider nichts. Schade auch. Mist. Naja, haben wir einen Hexenangriff gemacht hier, einen live. Ist nicht so schlimm, sage ich ja immer. Naja, Mist. Mist. Okay, dann plane ich mal meinen nächsten Angriff und ich würde sagen, wir sehen uns die nächsten Tage so ein bisschen eher auf dem Rathaus 11er und auf dem Rathaus 10er wieder. Die anderen beiden, die lasse ich mal ein bisschen in Ruhe jetzt. Es sind ja noch Clanspiele, da quäle ich mich auch noch durch. Bis dahin, euer Toto. Flasht.